Neymar hat in FIFA 22 7 verschiedene Special Cards bekommen, darunter auch eine 87er Karte, aber auch eine 98er Footy Karte. Und wir werden heute jeden Neymar zocken und dabei das Team auch nach und nach upgraden von einem Gold-Brasilien-Team zu einem richtig, richtig starken Special Card-Brasilien-Team. Dabei müssen wir in jedem Spiel eine andere Challenge abschließen und pro Challenge bekommen wir 1 bis 2 Upgrades, je nachdem wie schwierig das Ganze ist. Und gerade eben habe ich noch von ihm gesprochen, wir starten mit der Flashback-Karte von Neymar mit einer 87. Weiß das gilt Foster Week for die SBC hat wahrscheinlich so ziemlich jeder von uns abgeschlossen. Und das ist das Team, mit dem wir in die Sache reinstarten. Und wenn ihr das Format gerne noch mit einem anderen Spieler sehen würdet, dann schreibt mir den Spieler in die Kommentare. Zum Beispiel Nkunku, zum Beispiel Ousmane Dembélé, whatever. Schreibt es in die Kommentare. Und natürlich wollen wir dieses Team so schnell wie möglich upgraden. Deswegen drehen wir das erste Mal am Glücksrad. Hier ist das Glücksrad und die Aufgaben. Wir müssen ein Skilltor schießen, mit links oder mit rechts treffen, eine rote Karte holen, ins Tor laufen und einen Elfmeter halten. Mal schauen, was das erste Ding wird. Hier dreht das Glücksrad und raus kommt. Ich muss noch hier am Start bleiben. Hallo. Und wir starten mit der größten Quatschaktion überhaupt. Wir müssen einen Elfmeter halten, bekommen dafür aber auch 2 Upgrades für unser Team und die nächste Neymar-Karte, wenn wir es schaffen. Und dafür stellen wir jetzt natürlich Neymar ins Tor und gehen rein auf Gegnersuche und dann muss ich irgendwie einen Elfmeter rausholen, beziehungsweise verursachen. Sollte nicht ein Problem sein. So, das ist unser erster Gegner und der Kollege darf gleich ein paar Elfmeter schießen, hoffentlich aber nicht ins Tor. So, ja, das war gut abgeräumt, leider zu gut. Ja, gib doch einen Elfmeter, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so perfekte Grätschen raushaue. Junge, mir ist gerade auch eingefallen, dass wir Neymar im Tor haben, der Gegner muss nur schießen. Aber ist schon fresh, so ein Neymar im Kasten. Komm, Junge, ja, wir haben es geschafft, da ist er, der erste Elfmeter. Aber jetzt muss ich den auch halten mit Neymar. Ey, es hat schon so lange gedauert, einen Elfmeter rausholen. Komm, der schießt in die Mitte, er schießt mit dem Torhüter. Den habe ich abgehoben. Ja, es war so klar. Neymar hält das Ding, damit dürfen wir upgraden. Und das wird auch, ja, was laber ich? Wir upgraden, Digga. Damit bekommt der Flashback-Neymar sein erstes Upgrade. Und zwar auf die Goldkarte, auf die Basekarte von Neymar. Willkommen im Team, mein Bester. Und wir dürfen noch 2 weitere Karten upgraden, denn ja, ein Elfmeter halten mit Neymar war nicht so einfach. Aber für mich war es eigentlich gerade schon einfach. Digga, ich habe gar nichts gemacht. Let's go, wir upgraden. Und zwar upgraden wir einmal Rafinha zu der Showdown-Karte von Rodrigo. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr fresh aus. 5-Star-Skills, 4-Star-Weakfoot. Anthony wäre auch ganz nice gewesen, aber ich war im Urlaub und habe vergessen, die SBC abzuschließen. Absoluter Klassiker bei mir, aber egal. Und ich würde sagen, wir upgraden Eder Militao. Und zwar upgraden wir den zu Eder Militao. Tots, let's go. 2 neue Real Madrid Spieler hier in unserem Team. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Und dann würde ich sagen, drehen wir das Glücksrad das nächste Mal für die nächste Aufgabe für unseren goldenen Neymar, der danach hoffentlich zum Inform wird. Und damit entfernen wir auch Elfmeter halten. Das will ich hier in dem Video jetzt nicht mehr sehen. Das war schon ein bisschen quatschig. Aber egal. Und das nächste Ding wird ein Tor mit rechts. Dafür bekommen wir zwar nur ein Upgrade, aber das sollte sehr, sehr easy machbar sein. Let's go, wir gehen rein. Das ist unser zweiter Gegner und das Team sieht sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Der hat die ein oder andere nette Karte, aber der bekommt jetzt ein Tor von Neymar mit rechts. Rodrigo mit dem schönen Pass auf Neymar. Der backt sich durch und dann, ja, klasse. Ah, was war das denn? Junge, 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 wir kassieren direkt das nächste, oder? Wir brauchen Upgrades, wir brauchen Upgrades. Boah, schönes Ding. Neymar ist auf und davon. Und der macht ihn nicht. Was ist das denn? Ja, Neymar, bitte mach ihn. Er macht ihn mit rechts. 2 Buletten kassiert, aber das Tor mit Neymar ist am Start. Und der wird jetzt ganz schnell geupgradet und wir brauchen auch die Upgrades für unser Team. Und da holen wir uns jetzt erstmal ein saftiges Upgrade für Coutinho. Allerdings holen wir uns da eben nicht Coutinho, sondern den Shapeshifter von Marcelo. Der gefällt mir dann doch nochmal ein ganzes Stück besser. 5-Star-Skills, 5-Star-Weakfoot, richtig nice Karte. Aber wir dürfen uns natürlich auch die nächste Neymar-Karte holen. Und das ist diese wunderschöne Neymar-Inform-Karte. Willkommen im Team. Der gefällt mir dann doch nochmal ein Stückchen besser. Auch ein gutes Schuss-Upgrade bekommen, der Mann. Und ja, jetzt ist die Frage, was wird die nächste Aufgabe für uns? Das finden wir jetzt raus, indem wir hier das ja, Upgrade 1 mit rechts entfernen. Wir haben noch 4 Sachen übrig und dieses Mal müssen wir ins Tor laufen. Da bekommen wir 2 Upgrades dafür, wird aber auch nicht so einfach. Das Ganze natürlich mit Neymar. Let's go. Okay, let's go. Gegen den Kollegen müssen wir das machen.
War kein schlechtes Team, aber war jetzt auch nicht super geil. Let's go. Da bringt uns der super nice Marcelo halt jetzt auch wenig. Wir müssen jetzt quasi fast alles über den Neymar machen und den Torhüter austribbeln und ins Tor laufen. Das wird eine Challenge. Ja, gutes Ding. Auf Neymar. Oh, ja, sie fallen alle um und dann noch, oh, dann habe ich noch einen Rainbow Flick auspacken wollen. Das wird, glaube ich, echt nochmal eng am Ende. Ja, okay. Der Gegner gönnt uns leider keine Wiederholung, aber wir holen uns den nächsten Neymar und die nächsten zwei Upgrades. Das ging auf jeden Fall schnell. Okay, Jungs, wir holen uns die nächsten zwei Upgrades. Ich habe mich entschieden, Casemiro und Fabinho müssen beide raus. Für Casemiro holen wir Fernandinho rein, und zwar die End of an Era Karte. Die ist richtig nice. Sieht man auch gefühlt nie bei irgendwelchen Gegnern, habe ich das Gefühl. Aber es ist eine super geile Karte und die würde ich heute auch gerne mal wieder zocken. Und für Fabinho holen wir uns Paqueta rein. Eine super nice Karte. Den kann man auch easy als ZDM zocken. Weiß das Skills, Forster Week von 86 verteidigen, richtig schnell unterwegs. Also sehr, sehr nice. Das Team entwickelt sich so langsam aber sicher in eine Richtung, die mir sehr gut gefällt. Nicht so gut gefällt mir aber der 92er Inform von Neymar. Den müssen wir nämlich noch upgraden. Und zwar holen wir uns den Second Inform von Neymar, die 93er Karte. Der sieht auf jeden Fall auch sehr schmackhaft aus. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Neymar ist sowieso jedes Jahr in FIFA eine der besten Karten, die du spielen kannst, wie ich finde. Auch dieses Jahr war er wieder sehr, sehr nice. Und was müssen wir in dem nächsten Spiel mit der Karte anrichten? Wir entfernen ins Tor laufen, müssen jetzt entweder ein Skill-Tor mit links oder rote Karte. Digga, rote Karte müssen wir jetzt mit dem abholen. Ja, coole Sache. Meistens ist Neymar der Gefaulte und wir wissen dann alle, wie der über den Platz rollt. Aber dieses Mal muss Neymar die rote Karte abholen, und zwar mit ein paar guten Grätschen, wie ich hoffe. So, Neymar, Digga, ich glaube, ich muss den noch ins Mittelfeld stellen, weil da vorne werde ich da nicht so gut rote Karten abholen können. Ach komm, was soll's. Wir stellen den in die Innenverteidigung. Perfekt, aber das ist egal. Boah, Digga, das wird ja so schwer, als ob das so schwer wird. Komm schon, da oben, den Ramos umpelzen. Jo, das ist eine Katastrophe, was ich hier mache. Boah, Junge, das war eine brutale Grätsche. Gift aber nur gelb, aber es ist schon mal ein Anfang. Links oben, Jungs. Easy, ich muss nicht mal hingucken. Fast. Digga, ich glaube, der Gegner hat selber überhaupt gar keinen Spaß daran, was ich hier gerade abziehe. Ja, komm, Neymar. Oh mein Gott, let's go. Bitte gib mir rot. Wichtig, gelb-rote Karte. Der Gegner konnte mir ganze 6 Buden reinknallen. Also so schlecht kannst du dich bei der Aufgabe echt nicht anstellen. Aber am Ende des Tages haben wir es dann doch noch geschafft. Wichtig. Dafür bekommen wir jetzt aber wieder 2 neue Upgrades und eine neue Neymar-Karte. Und dieses Mal kommt der Winter Wildcard 93er Neymar rein. Ist zwar kein Rating-Upgrade, aber der sieht auch extrem gut aus. Habe ich als First Owner aus einem Player-Pick gezogen. Bis jetzt noch kein einziges Spiel mitgemacht. Ich habe Bock auf den. Let's go. Dafür ist jetzt auf dem linken Flügel Platz geworden für Vinicius Junior. Team of the Season. Faxter Skills. Forster Weakfoot. Was soll man großartig zu dem sagen? Eine unfassbar gute Karte. Hat dieses Jahr auch wirklich viele Special Cards gesammelt. Und jetzt müssen wir uns definitiv noch ein Upgrade holen für irgendeinen aus der Verteidigung. Und damit die Special Cards jetzt wieder symmetrisch angeordnet sind, hole ich mir einfach den Marquinhos Team of the Season hier rein, den ich auch als First Owner am Start habe. Aber das ist mittlerweile im August auch nicht mehr der heftigste Flex. Es ist auch wirklich kein Flex mehr, Cristiano Ronaldo for Birthday zu haben. Aber ich hatte den halt auch schon im März, ne? Muss man immer dran denken. Wir drehen das Glücksrad das nächste Mal. Und das heißt, es sind nur noch 2 Kategorien übrig. Entweder ein Skill-Tor, was easy möglich ist, oder ein Tor mit links. Und wir müssen mit dieser Winter Wildcard von Neymar ein Skill-Tor schießen. Let's go. Und das Ganze müssen wir gegen diesen Gegner machen. Machbar. Schönes Ding auf Neymar. Das war schon mal kein schlechter Start. Komm ran, Kollege. Verteidige doch nicht so passiv. Der Hokuspokus war sehr, sehr gut. Jetzt nochmal ein Außenelastiko. Oh, Junge, das hätte was werden können. Also eigentlich, wenn der Elfmeter noch drin ist, kann man nicht ganz so zählen lassen eigentlich. Aber den schießen wir ihm jetzt erstmal links oben in den Winkel. Gut, eine Halbzeit lang haben wir rumgeskillt ohne Ende und nichts Richtiges hinbekommen. Das wird auf jeden Fall noch hart. Es muss auch ein schönes Skilltor werden. Let's go, Mann. Vinicius auf Neymar. Also viele wird er jetzt nicht austrippeln, aber... Oh,
also wenn das kein geiles Skill-Tor war, da weiß ich auch nicht. Das Ganze jetzt nochmal im Compilation-Mode. Tom, du weißt Bescheid, hau einen raus. Damit bekommen wir die nächsten zwei Upgrades und die nächste Neymar-Karte. Auf der Linksverteidigerposition holen wir uns Renan Lodi Footy Premium. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Dadurch, dass ich Marcelo schon im Mittelfeld habe, kann ich eigentlich nur den Kollegen nehmen. Und für die Rechtsverteidigerposition hole ich mir Dani Alves. Auf jeden Fall auch eine absolute Legende. Denn Legenden darf ich mir heute hier nicht ins Team holen. Es wird einfach ein reines Full-Special-Card-Team aus Brasilien ohne Icons. Aber wir holen uns jetzt die nächste Neymar-Karte. Winter Wildcard First Owner wird zu First Owner Neymar Team of the Season. Den hat mir beide Freundin letzte Woche aus dem 10x85 Plus Pack gezogen. Also ich weiß auch nicht. Die gute Frau hat echt gutes Packluck, muss man sagen. Das ist eine sehr, sehr nice Karte. Die letzte Version vor dem Footy Neymar. Und den stellen wir natürlich auf seine richtige Position und den Kollegen wandeln wir zum linken Stürmer um. Dadurch wird er immerhin auf einigermaßen Chemie kommen. Boom, hier ist unser Team und den Neymar, den will ich jetzt ganz schnell zum Footy upgrade. Ich freue mich unfassbar auf die Karte. Und gut, Jungs, auf dem Glücksrad ist nur noch eine Kategorie. Was das wohl wird? Es wird ein Tor mit links. Und das schaffen wir. Mit links. Let's go. Das ist der Gegner, der von uns jetzt einen Linksschuss von Neymar kassiert. Er hatte schon den Footy Premium Neymar. Ich bin neidisch. Nee, also das ist ein super Start, so wie immer, ne? Also, das ist cool. Da ist er. Neymar, Digga, wo holen die immer diese Grätschen raus? Mit Neymar kann ich den Elfer zwar schießen, aber die schießen dann auch nicht mit dem Fuß, den man will. Mit links wird er den jetzt nicht schießen, da bin ich mir sicher. Deswegen wird der Elfer wahrscheinlich nicht zählen und ich mache ihn wenigstens rein. Neuer Versuch. Ja, Linksschuss, aber der ist nicht drin. Und der Gegner holt den nächsten Elfer raus. Super. Mach deine nächste Bude. Diesmal links oben in den Winkel chippen. Das wird Quatsch. Nee, okay, das war auch absolut kein Chip. Da ist er. Neymar. Leg ihn dir auf links und da ist das Tor mit links. Der Gegner meldet die Pause an und wird uns wahrscheinlich noch einen Rage Quit gönnen. Und dann können wir uns jetzt den Footy Premium Neymar holen. Ich hab Bock. Doch bevor wir uns den holen, upgrade ich erstmal den Torhüter. Und bevor ich das mache, lass du erstmal ein Abo da. Würde mich extrem freuen und supporten. Wir wollen dieses Jahr noch die 300.000 Abos knacken. Und ich bin mir sicher, das schaffen wir schon sehr, sehr bald. Danke für den Support. Boom, da ist er. Alisson als rote Totzkarte im Tor. Ist nicht mein Lieblingshüter, aber ist okay. Insgesamt 16 Teams musste man für den Kollegen abgeben. Alles ist vorbereitet. Die letzte SBC wird abgeschickt. Let's go. Und damit holen wir uns den Footy Neymar, der unfassbar gut aussieht. Ich habe richtig Bock, mit dem gleich noch Runde zu zocken. Denn das Video ist erst beendet, wenn wir jetzt mit unserem fertigen Brasilien-Team zusammen mit Neymar noch einen Sieg holen. Und das sollte auch sehr, sehr easy werden. Sage ich jetzt einfach mal. Oh, komplett abgehoben. Boom. Neymar Footy ist im Team. Die letzte Karte, die wir noch holen mussten und jetzt geht's rein ins letzte Game. Wir müssen es gewinnen. Rein da. Und das ist unser Gegner. Nicht schlecht. Neymar. Boah, Junge, der lässt sich schon ganz nett zocken. Vinicius auf Neymar und den macht er richtig locker flockig rein. Und da quittet der Gegner, das Video ist beendet. Hier könnt ihr noch ein aktuelles Video von mir abchecken und dann sehen wir uns morgen zum nächsten wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.